Hey Leute, ein kleines Update zu Schaltenkumpel oder in diesem Fall zur SCC. Ja Leute, erstens mal noch einmal, danke. Ich habe jetzt einmal alles ausgewertet, weil mein Streaming-Programm kann ja ein bisschen so Daten auswerten. Wir haben auch Umfragen gemacht, etc. Wer eure Meinung nach hätte gewinnen sollen, denn ihr wisst, was ich meine. Noch einmal, danke, dass so viele Leute da waren. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Wir waren overwhelmed von der Response von euch. Und ja, und ich kann euch das jetzt auch schon sagen, die SCC wird es wieder geben. Das ist kein einmaliges Event gewesen. Florian, Daniel, Finn und ich haben uns geeinigt, dass wir wieder die SCC machen. Es werden vielleicht auch neue Gesichter hier und da die SCC-Bühne betreten. Aber eins ist klar, die SCC kommt wieder. Aber jetzt was komplett anderes. Dieser Pokal steht schon im zweiten Monat hier bei mir daheim. Und ich bin wirklich happy über ihn. Aber über was ich nicht happy bin, ist, dass noch immer nicht die ganze SCC auf YouTube online ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was nicht nur die SCC beeinflusst, sondern auch den ganzen Kanal. Ihr wisst es kommt kein Content auf diesen Kanal hoch. Und das ist ernst, das ist so wie es ist, da brauche ich nichts beschönigen. Es läuft nicht, es ist fast gar kein Content, keine Let's Plays mehr, gar nichts. Das liegt daran, dass entweder keine Zeit ist, dass man gerade keine Lust hat, es passiert sehr viel derzeit rundherum. Ich zum Beispiel habe vor einer Woche angefangen zu studieren. Das wird ja nicht besser, das wird ja immer mehr Arbeit dann. Dann kommen immer mehr Seminare, dann kommen die Prüfungen und ihr wisst, was ich meine. Und ich möchte aber, dass alle, die den Stream nicht sehen konnten, die SCC auch mal genießen können. Und derzeit ist nicht einmal die Hälfte der Videos oben. Und ich sage es euch ungelogen, ich schneide an einem Spiel, ob das jetzt Dark Souls war, ob das jetzt, weiß ich nicht, hier Tetris war, mindestens 2 Stunden ohne Renderzeit und Hochladzeit. Nur schneiden. Und bis zu maximal das absolute krasseste, was ich derzeit gehabt habe, war 8 Stunden, über 8 Stunden bei Rocket League. Nur schneiden. Und diese Zeit kann ich nicht aufwenden. Das ist nicht, weil ich nicht will oder weil ich keine Lust habe. Ich habe diese Zeit nicht. Das ist einfach die Wahrheit. Und deswegen habe ich überlegt, wie könnten wir es trotzdem machen, dass alle so schnell wie möglich endlich die SCC genießen können. Wir haben ja die SCC live gestreamt und es gibt diese Aufnahmen auf unserem Kanal. Sie sind nur ungelistet, weil sie halt die rohen Aufnahmen ohne Schnitt und weiß was ich sind. Und ja, diese Aufnahmen sind auch nur in HD. Ich sage das gleich voraus. Es sind jetzt nicht diese 1080, 60 Frames Surround Sound Wunderwerk. Nein, sie sind 720p 30 Frames. Aber wirklich immer noch schöne Qualität. Da kann man absolut nichts sagen. Was jetzt mein Vorschlag wäre, ist ganz einfach. Wir nehmen diese Stream-Aufnahme, weil sie sehen ja visuell wirklich total okay aus. Man braucht auch ein bisschen Alignment, das ist alles von der Webcam her, das ist schon schön hergerichtet. Ich bearbeite das Ganze, sprich ich schneide Unnötiges raus und mache das natürlich kompakt. Outro, Intro bleibt natürlich wie es ist und ich tue den Sound anpassen, weil manchmal war der im Stream ein bisschen asynchron. Ich weiß nicht, wie perfekt ich das nachbearbeiten kann. Es wird vielleicht minimals asynchron, aber es sollte relativ gut behebbar sein. Jetzt sagt euch, was heißt das jetzt für uns? Naja, ganz einfach. Ich fange heute an, die SCC zu schneiden. Wirklich mit diesen Streamaufnahmen. Bedeutet, ich kann dann anstatt von einem Video, ungelogen, und ich glaube, das stimmt, heute die ganze SCC schneiden. So viel Arbeit spart man sich. Bedeutet für euch, ab Montag, jeden Tag und nicht, ich weiß, ich habe das gesagt damals Anfang September, ja, jeden Tag gibt es ein SCC-Video. Das war irrealistisch von mir, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Egal, auf jeden Fall ab Montag, und das meine ich ernst dieses Mal, weil es wirklich möglich ist, jeden Tag ein Spiel der SCC, bis es vorbei ist, bis Spiel 12, was das war, will ich jetzt nicht spoilern, falls es manche nicht wissen. Auf jeden Fall, die SCC ist bis übernächste Woche fertig. Dann ist sie im Kasten, dann ist sie auf YouTube und dann können sie es alle ansehen, so oft wie sie wollen. Und jetzt zu dem, was ich meine, das betrifft den ganzen Kanal. Diese Idee möchte ich nicht nur auf die SCC anwenden, sondern ernsthaft auf den ganzen Kanal. Weil ich mir denke, 720p, 30 Frames, die Qualität ist echt okay. Es spart mir Zeit. Ja, einen Stream zu machen ist auch schon viel Arbeit. Ich will gar nicht anfangen zu überlegen, wie viele Stunden an Planung und Aufbau die SCC gebraucht hat, bis sie streamfähig war. Finn und Daniele können euch das bestätigen. So könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Daniel oder Florian oder wen auch immer ein Video geplant habe, einfach das ganze streamen. Ihr könnt live dabei sein, es ist toll, wir haben Kommentare etc. und so weiter. Und wenn das Ganze fertig ist, habe ich die Aufnahme, ich habe sie ungelistet auf YouTube. Ich schneide sie zusammen, mache sie kompakter, die Qualität ist immer noch schön, man kann alles toll erkennen. Meistens zocken wir ja eh Retro-Spiele, die eh nicht 720p haben. Also ihr habt eh mehr Auflösung, als das Spiel überhaupt hat. Und ihr habt es gleich sofort. Weil hier geht es mir nicht darum, dass ich Zeit ersparen will und ich bin faul oder was weiß ich. Hier geht es mir einfach darum, damit ich endlich wieder diesen Kanal beleben kann. Und das ist zukunftsorientiertes Denken einfach.
Weil wenn ich denke, ja gut, jetzt kommt das Studium und das Studium dauert nicht einen Monat oder so, wo ich sage, ja, ich kann den Monat nicht, das Studium dauert Jahre und es wird nicht weniger, wie gesagt, das wird mehr. Und nachher muss ich arbeiten anfangen während dem Studium. Und das kommt dann alles dazu und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, euch noch immer Content zu bringen. Und ich will es ja, weil es mir Spaß macht, weil es uns allen Spaß macht. Ja, Leute, das ist das Update. Es wird sich einiges ändern auf Schaltenkumpel und das zum Positiveren. Glaubt mir, es wird euch gefallen, auch wenn es nicht die Full HD wunderbare, schöne Qualität ist. Vielleicht kommt hier und da ja mal ein, weiß ich nicht, ein Video, was wieder mal bearbeitet ist, wenn ich mal die Zeit finde. Aber zum Großteil kriegt ihr jetzt alles mit diesen Streamaufnahmen. Ja, Leute, das ist das Update. Schaltenkumpel wird ab Montag belebt. Die STC geht voll ab. Bis übernächste Woche ist alles im Kasten, alles auf der Playlist für euch auf YouTube. Und das verspreche ich euch auch. Es werden Spiele durchgespielt. Es kommt endlich das, was damals Schaltenkumpel ausgemacht hat. Ja, Leute, das war das Update. Ich hoffe, es ist für euch okay, so wie ich es mache. Aber wie gesagt, es geht nicht anders. Bis zum nächsten Mal. Ciao.